Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Vielen Dank. Gerechter Friede auf Erden. Ich dachte, was ist friedlich in der Weihnachtszeit? Mir fällt da immer das gemeinsame Essen ein, das gemeinsam an einem Tisch sitzen, sich zu verständigen, sich zu unterhalten, den Dialog zu führen. Das möchte ich ein Stück weit auch mit Ihnen heute symbolisch machen. Geistige Nahrung in Form von 7 friedenspolitischen Häppchen, um, wie es in der Einladung heißt, dem Frieden den Weg zu bereiten. Mein erstes Häppchen, oder sagen wir mal so, ist es vielleicht weniger ein Häppchen, sondern es ist ein Geruch aus der Küche, ein guter Geruch aus der Küche, ist ein Verständnis darüber, was Frieden und Sicherheit jetzt eigentlich ist. Also so ein bisschen ein Vorgeschmack. Das können wir unterschiedlich beantworten, je nachdem, durch was für eine Brille, dass wir durchschauen. Machiavelli sagt Folgendes: Sicherheit durch Rüstung und dadurch zum Krieg bereit zu sein. Die bestimmenden Akteure sind die Staaten und Staatsmänner, er spricht bewusst nicht von Frauen, Sicherheitsapparate, Waffenexporte und Sicherheit als ein Zustand, sich nicht bedroht zu fühlen. Also Sie sehen, es geht mehr um Sicherheit als um Frieden. Das, was wir da im günstigsten Falle erreichen können bei Machiavelli, ist Abschreckungsfriede. Machiavelli sagt, jetzt brauche ich meine Brille. Machiavelli sagt, er halte für jene für fähig, die ein ansehnliches Heer aufstellen und jedem eine offene Feldschlacht liefern zu können, der sie angreift. Und was kommt am Ende raus? So kommt es, dass alle bewaffneten Propheten gesiegt haben und die unbewaffneten gescheitert sind. Der zweite ist Immanuel Kant zum ewigen Frieden, geschrieben 1795. Bei Kant geht es darum, Friede durch Dialog zu erzielen, Friede durch internationale Organisationen. Er hat 1795 schon etwas skizziert, was wir heute Völkerrecht und Vereinte Nationen nennen. Er hat es heute nicht Vereinte Nationen, sondern Friedensbund genannt. Es geht ihm darum, alle Kriege und nicht nur einzelne Kriege auf immer zu endigen zu suchen. Also das heißt, es geht auch um eine pazifistische Haltung. Wie kommt die Haltung eines Staates zustande? Anders bei Machiavelli, wo die Staatsmänner bestimmen, geht es bei Kant darum, eine gesellschaftliche Diskussion zu führen. Wie kommt die Haltung eines Staates zusammen, indem gesellschaftliche Akteure miteinander diskutieren? Das, was wir heute machen, was passiert in Organisationen, was passiert in Kirchen, in Gewerkschaften, an Universitäten, in Bildungseinrichtungen, in Schulen, all das bestimmt ein Stück weit die Haltung eines Staates. Was am Ende entstehen soll, ist sowas wie kooperativer Rechts- und Ordnungsfrieden. Und Kant sagt, wenn die Beistimmung der Staatsbürger, auch er spricht nicht von Staatsbürgerinnen, dazu erfordert, um zu beschließen, ob Krieg sein solle oder nicht, so ist nichts natürlicher, als dass sie sich bedenken werden, so ein schlimmes Spiel anzufangen. Wenn wir heute über Sicherheit reden, so bemerken wir, es geht sehr viel um eigene Sicherheit, Sicherheit nicht bedroht zu werden. Meine eigene Sicherheit heißt immer auch, die zu erhöhen, heißt für den jeweils anderen, ein Stück weit vielleicht bedroht zu werden, insbesondere dann, wenn wir nicht miteinander reden. Das heißt, eine Nachrüstung des anderen. Und wenn das ist, was wir da dann, nämlich nicht miteinander reden, heißt das wieder ein Signal für mich, weiter zu rüsten. Genau das ist das, was wir gegenwärtig sehen. Wir erklären das und sagen, das ist ein Sicherheitsdilemma in der Politikwissenschaft. So erklären wir Rüstungsspiralen. Dass das empirisch durchaus fundiert ist, zeigt sich die heutige Lage. Das Friedensforschungsinstitut SIPRI sagt, wir geben gegenwärtig 2240 Milliarden US-Dollar für Militär und Rüstung aus. So viel wie noch nie. Das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung hat gesagt, wir haben 2022, 21 Kriege ausgefochten. Das ist seit das HIK Kriege zählt, waren das noch nie mehr. Manchmal waren es gleich viel, aber noch nie mehr. Aber das Wichtige ist bei diesem Sicherheitsdiskurs, es gibt natürlich immer auch einen anderen. Ein Sicherheitsdiskurs, der mir sehr lohnend erscheint, ist ein Diskurs, der sich nennt Sicherheit neu denken. Ist ein Diskurs, der angefangen hat in der evangelischen Kirche in Deutschland, in Baden. Der nennt sich Sicherheit neu denken. Wer noch diese Publikation gerne einsehen mag, kann das sehr gerne da tun. Dieser Prozess ist gestartet worden 2018,
ist mittlerweile weit über die evangelische Kirche hinausgegangen in sehr viele zivilgesellschaftliche Bewegungen und ist auch international geworden. Es wird in Großbritannien so ein Diskurs geführt unter Rethinking Security, in Frankreich wird so ein Diskurs geführt, Réponse à la Sécurité, in den Niederlanden, in Schweden und auch in Österreich. Da fließen natürlich sehr viele Denktraditionen herein. Wenn wir uns jetzt denken, diesen Sicherheitsdiskurs, den es zu Beginn sozusagen der Ära, nachdem die Berliner Mauer gefallen ist, gegeben hat, da haben wir in der Charta von Paris, der KSCD damals noch gesagt, ja, natürlich können die Staaten ihre Sicherheit erreichen, natürlich können sie wählen, welche Bündnisse sie entsprechend wählen wollen, um ihre Sicherheit zu garantieren, aber schaffe nie Sicherheit gegen andere, schaffe nicht Sicherheit auf Kosten der anderen. Und das ist das Konzept sozusagen der gemeinsamen Sicherheit, das sich da herausgebildet hat. Und genau diese gemeinsame Sicherheit ist auch Gegenstand sozusagen von Sicherheit neu denken. Wir haben aber nicht nur gemeinsame Sicherheit, sondern auch einen Diskurs, der nennt sich Human Security, menschliche Sicherheit. Ist ganz was anderes als staatliche Sicherheit. Es geht nämlich um die Sicherheit des Einzelnen. Wir haben das alles in Zeiten der Pandemie, sofern die eine Chance ist, bemerkt, was das heißt, Sicherheit, persönliche Sicherheit, Sicherheit der Ernährung, Sicherheit der Gemeinschaft, soziale Sicherheit, all diese Punkte, Sicherheit der Gesundheit. Also ganz ein wesentlicher Punkt, wie man das entsprechend anders denken kann. Wir in Österreich führen jetzt eine Diskussion über Sicherheit neu denken, natürlich auf einer ganz einer anderen Basis, als das in der Bundesrepublik Deutschland passiert. Österreich ist ein dauernd neutraler Staat. Österreich ist nicht Mitglied der NATO, Österreich hat keine US-amerikanischen Atomwaffen beispielsweise stationiert. Und so gelingt uns ein Stück weit ein anderer Diskurs und den entsprechend international zu vernetzen, ist uns ein ganz ein wichtiges Anliegen. Wir haben das im Versöhnungsbund angestoßen mit einer Broschüre, man kann diese kostenlos im Internet downloaden, nennt sich Frieden ist möglich, aber sicher. Also Sie merken, ein bisschen angelehnt an den Diskurs. Wir sind natürlich in engen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in Deutschland. Wir setzen diese Debatte fort und es ist auch eine Einladung an Sie alle, wenn Sie möchten, sich an so einem Diskurs über Frieden und Sicherheit, speziell was das für Österreich bedeutet, beteiligen möchten, sind Sie gerne eingeladen, das zu tun. Sie können mich im Anschluss gerne ansprechen. Unser zweites Häppchen, das war jetzt einmal ein bisschen der Geruch, unser erstes Häppchen eigentlich, oder gar nicht Häppchen, nennen wir es Aperitif, ist über die Bausteine des Friedens ist institutioneller Pluralismus. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel darüber gesprochen, wie man Sicherheit und Friede herstellen kann im Rahmen der Europäischen Union und der NATO. Dabei wird aber ein Stück weit vergessen, es gibt noch zahlreiche andere Institutionen, die durchaus wichtig sind und vor allen Dingen, die einen anderen Zugang zu Frieden haben. Es geht um einen inkludierenden Zugang. Institutionen, wo tatsächlich alle mit am Tisch sitzen, die diese Sicherheitsfragen betreffen. In der Europäischen Union sind es 27, in der NATO, aber es geht beispielsweise um die OSZE, um die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa oder um die Vereinten Nationen, wo eben der gesamte Sicherheitsraum entsprechend betroffen ist. Das Sicherheitsverständnis der OSZE ist auch sehr weitreichend. Da sind Fragen von Menschenrechten, sind Fragen von Frauenrechten involviert, da sind Fragen von Medienfreiheit und so weiter. Kerngedanke der OSZE ist wieder gemeinsame Sicherheit. Nicht zufällig ist der Sitz der OSZE in Wien ein dauernd neutraler Staat. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, die OSZE hat vor dem Krieg in gut 2 Jahren etwa 3000 lokale Waffenruhen vermittelt. Das ist eine ganze Menge, also insbesondere in Osteuropa und in Zentralasien. Die OSZE ist unser Auge und unser Ohr in verschiedenen Konflikten. Das Problem der OSZE, aber warum wir so wenig hören und warum sie so wenig politisches Standing hat, ist jetzt da. Das gehört. Die OSZE hat ein Jahresbudget von 138 Millionen Euro vor dem Krieg. Das mag jetzt viel scheinen, aber wenn man 138 Millionen Euro in Relation setzt, beispielsweise zu 100 Milliarden Euro des Sondervermögens der Bundesrepublik Deutschland für Militär und militärische Infrastruktur, dann sehen wir diese Prioritätensetzung der Staaten und warum die OSZE so schlecht vom Fleck kommt. Natürlich ist es schwierig im Rahmen der OSZE, es sitzen alle am Tisch. Man muss sich in der OSZE, gerade in der Frage der Ukraine, mit der Ukraine und der Russischen Föderation einig werden. Ist das einfach? Nein, das ist überhaupt nicht einfach. Die streiten wir nichts. Aber trotzdem, es ist ein Forum, wo miteinander gesprochen wird.
Und nicht umsonst ist es in einem dauernd neutralen Staat so ein Forum. Wenn wir jetzt über die Vereinten Nationen sprechen, eine Institution, wo alle Staaten mit dabei sind, eingeschrieben ist den Vereinten Nationen ja gegen die Menschheit von der Geißel des Krieges zu bewahren. Bei den Vereinten Nationen haben wir sehr viele Punkte, die uns in den letzten Jahren intensiv beschäftigt haben. Es gibt ein Gewaltverbot in den internationalen Beziehungen. Weil es nicht eingehalten wird, hat es nicht, dass es falsch ist. Es gibt das Recht auf Selbstverteidigung bei den Vereinten Nationen. Selbst die Drohung mit Gewalt ist entsprechend verboten in den Vereinten Nationen. Wir haben humanitäres Völkerrecht, über das gerade jetzt Israel und Palästina sehr viel diskutiert worden sind. Natürlich gibt es einige Dinge, die in den Vereinten Nationen überhaupt nicht funktionieren. Ich verstehe alle, die sagen, ich habe Kritik an den Vereinten Nationen, insbesondere am Sicherheitsrat. Da sitzen 5 Staaten drin, die haben ein Vetorecht. Das sind jene Staaten, die alle Atombomben haben, die nach ihren nationalen Interessen entsprechend im Sicherheitsrat entscheiden und die nur dazu die meisten Waffen an alle Welt verkaufen. Klar, die Kritik kann man daran haben, habe ich auch. Nur umgekehrt müssen wir uns überlegen. Die Vereinten Nationen stehen ja für ein Gewaltverbot, stehen auch für die friedlichen Mittel der Konfliktbearbeitung in den internationalen Beziehungen. Die Alternative zur Stärke des Rechts ist immer das Recht des Stärkeren und das sollte man nicht wollen. Also das heißt, eine Reform der Vereinten Nationen ist ganz dringend nötig, dass sie entsprechend arbeiten können. Wir haben jetzt natürlich auch immer wieder eine Debatte in den Vereinten Nationen darüber, naja, muss man nicht einzelne Passagen entsprechend hinterfragen, wie beispielsweise das Gewaltverbot? Kann es nicht doch den Einsatz von Gewalt geben, wenn der Sicherheitsrat blockiert ist oder sonst irgendwas? Und wir diskutieren das eine sogenannte regelbasierte internationale Ordnung. Da gibt es sehr viel Kritik von Staaten, die sich eben schon an das Recht halten wollen und die das auch von anderen verlangen. Also ein ganz ein wichtiger Punkt, hier entsprechend auf die Regeln in den internationalen Beziehungen zu adressieren. Und warum braucht es inkludierende Institutionen? Gerade wenn ich daran denke, dass jetzt demnächst die Klimakonferenz COP anfängt. Genau deswegen ist es ganz wichtig, dass alle Staaten hier mit an Bord sind. Und nicht nur die militärisch Potenten und nicht nur die wirtschaftlich reichen Staaten sich Regelungen in den internationalen Beziehungen ausmachen und die anderen müssen sich dann daran halten, sondern dass die auch ein Mitspracherecht haben. Die betroffenen Staaten, die vielleicht ökonomisch weniger reich sind, aber die Klimaerhitzung am ehesten betrifft. Wenn wir jetzt über sicherheitspolitischen Pluralismus und friedenspolitischen Pluralismus sprechen, da gehören natürlich auch neutrale Staaten dazu. Österreich ist ein dauernd neutraler Staat, das heißt, Österreich darf keinen Militärpakt beitreten, Österreich darf keine fremden Truppenstationierungen in Österreich zulassen und, mindestens so wichtig, Österreich als dauernd neutraler Staat hat eine Verpflichtung, sich an keinem Krieg im Sinne des Völkerrechts zu beteiligen, egal zwischen wem er stattfindet, wann er stattfindet und wo er stattfindet. Ein ganz ein wichtiger Punkt. Also das heißt, so etwas Ähnliches wie ein Ausdruck einer Haltung der Kriegsverweigerung. Die Neutralität ist aber kein Selbstzweck, sondern Neutralität ist immer nur, wenn sie glaubwürdig sein will, ein Instrument für aktive Friedenspolitik. Neutralität, da geht es nicht darum, eine Haltung zu unterbinden. Österreich hat stets und immer Haltung bezogen. Fangen wir mit 56, mit Ungarn, über die Ukraine, über Israel, Palästina. Österreich hatte stets eine Haltung vertreten in den internationalen Beziehungen. Muss einem nicht immer gefallen, macht jetzt nichts. Trotzdem, Haltung ist erlaubt natürlich, selbstverständlich ist erfordert. Aber es geht um militärische Neutralität. Wenn wir Mitglied der Europäischen Union sind, heißt es auch in der Europäischen Union, es ist in Vielfalt geeint. Das heißt, spielen wir diese Möglichkeiten, die die dauernde Neutralität bringt, weil wir eben aufgrund dieser Klauseln in den internationalen Beziehungen sich an keinen Kriegen zu beteiligen, das heißt auch keine Waffen zu schicken und keine Soldaten zu schicken. Was heißt das, wenn wir uns in die internationalen Beziehungen einbringen? Neutral sein heißt nicht nichts tun. Neutrale ist dann wertvoll, wenn er erstens einmal nützlich ist in den internationalen Beziehungen und zweitens, wenn er glaubhaft ist. Österreich hat da eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Österreich hat einen Sitz der Vereinten Nationen da. Viele Verhandlungen in den internationalen Beziehungen finden in Österreich statt. Österreich hat nicht nur die UNO, die OSZE, auch viele Organisationen, die sich mit nuklearer Rüstung beschäftigen. Österreich ist Taktgeber für nukleare Abrüstung. Österreich leistet oder sollte mehr leisten, auch zivile Beiträge. Mein dritter Punkt, es ist eher schon ein bisschen eine deftige Vorspeise, mein dritter Punkt.
Eine Zutat für den Frieden ist natürlich Abrüstung, insbesondere was die Atomwaffen betrifft. Wir haben immer wieder jetzt in der Ukraine die Drohung der Russischen Föderation, also von Putin gehabt, die Drohung mit Atomwaffen. Manche haben gesagt, im Westen, man soll sich nicht selbst abschrecken. Andere haben gesagt, wir müssen diese Drohungen auf jeden Fall ernst nehmen. Es hat auch eine israelische Stimme gegeben, die gesagt hat, setzen wir doch Atomwaffen an. Es war glücklicherweise nur eine Einzelstimme, die sich nicht wiederholt hat. Aber was wir sehen in den internationalen Beziehungen, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren sehr viele Rüstungskontroll- und Abrüstungsverträge verloren haben, den ABM-Vertrag, den Mittelstreckenraketenvertrag, den Open Skies Treaty, wo es um Verifikation geht, den Iran-Deal und auch das Abkommen über strategische Nuklearpotenziale, New START, ist verloren gegangen. Der Grund steckt auch dahinter, dass die Staaten kein Vertrauen zueinander haben, insbesondere die Russische Föderation und die USA. Deswegen sind diese Verträge erodiert auch oder auch gekündigt worden. Die Staaten werden aber ungeduldig, insbesondere jene Staaten, die gar keine Atomwaffen haben, weil die anderen Staaten haben sie verpflichtet, die Atombombenstaaten, entsprechend in redlicher Absicht Abrüstungsmaßnahmen zu vollziehen, gemäß dem Nichtweiterverbreitungsvertrag. Der Vertrag ist älter als ich. Ist es passiert? Eher nicht. Das heißt, die anderen Staaten werden ungeduldig. Und genau deswegen sind andere Staaten hergegangen und haben gesagt, wir adressieren nicht nur die Atombombenstaaten im Sicherheitsrat, sondern wir demokratisieren das Ganze. Wir fragen alle Staaten in den internationalen Beziehungen, warum sollen nur jene mit den Atomwaffen entscheiden, ob sie die Atomwaffen abrüsten wollen? Betroffen sind letztendlich alle, wenn es tatsächlich zu einem Einsatz einer Atomwaffe kommt. Und wir haben tatsächlich im Jahr 2017 Verhandlungen für einen Atomwaffenverbotsvertrag begonnen und die sind auch zum Abschluss gekommen. Es gibt so einen Vertrag. Damals haben 122 Staaten in den Vereinten Nationen diesen Atomwaffenverbotsvertrag angenommen und jetzt liegt er auf, damit die Staaten ihn unterschreiben und ratifizieren können. Mittlerweile ist dieser Vertrag in Kraft. Es gibt ein völkerrechtliches Verbot von Atomwaffen, allerdings eben nur für Vertragsstaaten. Das sind gegenwärtig 69. Österreich ist darunter. Es gibt eine Reihe von Signatarstaaten und Staaten, die in vormaligen Zeiten einmal gesagt haben, wir unterstützen dieses Anliegen. Es sind jetzt mal knapp über 70% der Staatenwelt, die diesem Vertrag positiv gegenüberstehen. Das Wichtige daran ist jetzt Folgendes. Wir haben einen Vertrag. Wir sind nicht in den Sicherheitsrat gegangen, sondern wir sind in die Generalversammlung gegangen. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, und jetzt erinnern Sie sich an diesen Geruch aus der Küche mit unserem Sicherheitsdiskurs. Wir haben menschliche Sicherheit in einen Vertrag gegossen. Was ist da passiert? Da steht nicht nur drinnen, dass die Staaten sicher sein müssen, sondern es geht auch um menschliche Sicherheit insofern, dass man beispielsweise Opfer entschädigt, die erstens einmal von den Atombombenabwürfen in Hiroshima und Nagasaki betroffen sind, aber gleichzeitig auch jene Menschen, die von den Atomwaffentests in den unterschiedlichen Teilen dieser Welt entsprechend betroffen sind. Und was noch ganz wichtig ist, es geht um Maßnahmen zur Sanierung der Umwelt dort, wo es Atombombentests gegeben hat. Also das sind Dinge, die uns unmittelbar betreffen, was menschliche Sicherheit für Leute vor Ort tatsächlich angeht. Und der wesentliche Punkt bei dem Atomwaffenverbotsvertrag ist auch noch, wie er zustande gekommen ist, nämlich in intensiver Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Einrichtungen. Sehr viele Organisationen, die sich für nukleare Abrüstung einsetzen, sind quasi stellvertretend 2017 auch mit dem Friedensnobelpreis für ICAN, für die internationale Kampagne zur Abschaffung von Nuklearwaffen, entsprechend ausgezeichnet worden. Das heißt, es gibt ein Anliegen, menschliche Sicherheit in internationale Verträge zu bringen, um Waffensysteme zu ächten. Das haben wir bei Biowaffen, das haben wir bei Chemiewaffen. Genau dasselbe haben wir bei Antipersonenminen gemacht und bei Streumunition, bei Streubomben. Das heißt, es geht um Waffensysteme, die unterschiedslos töten. Die sind mittlerweile verboten. Jetzt geht es darum, ein Stück weit Druck zu machen, dass bei den Atomwaffen was weitergeht. Und in einer ähnlichen Art und Weise diskutieren wir das gerade, was diese tödlichen autonomen Waffensysteme betrifft, die sogenannten Killerroboter. Da wird es in einer ähnlichen Art und Weise, braucht es menschliches Zutun, wenn eine Maschine programmiert ist, jemanden zu töten, aufgrund bestimmter Kriterien, braucht es menschliches Zutun, ja oder nein? Österreich strikt dafür, dass es menschliches Zutun auf jeden Fall braucht, dass eine Maschine nicht selbstständig entscheidet, ob jemand getötet wird oder nicht. Also Sie sehen, Österreich leistet in diesem Bereich
ganz, ganz starke Pionierarbeit. Und das ist eben möglich als Mitglied der Europäischen Union, aber eben nicht als Mitglied der NATO, was einen ganz einen großen Unterschied macht, damit Österreich diese Beweglichkeit hat und hier auch nützlich ist in den internationalen Beziehungen, insbesondere für Staaten des globalen Südens, um hier Prozesse voranzutreiben. Mein viertes Häppchen, wir sind eigentlich bei der Hauptspeise. Das ist ein bisschen fettig und das ist üppig. Es geht um internationale Einsätze. Bis zur Millenniumswende hat Österreich eigentlich internationale Einsätze nur im Rahmen der Vereinten Nationen gemacht. UNO-Einsätze, wir kennen die Einsätze Zypern und Golan. Mittlerweile gibt es seit 2003, seit 20 Jahren auch Einsätze im Rahmen der Europäischen Union in militärischer Hinsicht. Wir reden jetzt immer von der militärischen Dimension. Insgesamt aber gibt es in der Europäischen Union zivile Einsätze und militärische. Zwei Drittel der Einsätze sind zivil in der EU, ein Drittel ist circa militärisch. Wenn wir uns das Personal anschauen, so sind 80% des Personals, das bisher in EU-Einsätze gegangen ist, sind Militärs, nur 20% Zivilistinnen und Zivilisten. Wir haben in den letzten 10 Jahren allerdings bemerkt, dass das Zivile zurückgeht. Wenn man den Stand heute anschaut, wie viele Zivilistinnen und Zivilisten sind in Auslandseinsätzen und das vergleicht mit vor 10 Jahren, dann ist das rückläufig. Das heißt, es hat abgenommen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wir sehen natürlich, da sind die Staaten, geben unterschiedliche Solidarbeiträge im Rahmen der Europäischen Union. Österreich vergleicht sich sehr gern mit Finnland und mit Schweden. Finnland gibt etwa 4-mal so viele Zivilistinnen und Zivilisten in Auslandseinsätze, Schweden 5-mal so viel, auch Irland gibt mehr als Österreich. Und wir sehen das auch bei den Frauen, die sich in zivilen Einsätzen der Europäischen Union befinden, in der EU insgesamt 22% Frauen, in Österreich sind es nur 13%. Also wir sehen hier, da ist der Beitrag der Neutralen gefragt. Da gibt es überhaupt kein Problem damit, mit der Neutralität Zivilistinnen und Zivilisten in internationale Einsätze zu schicken, um da konstruktive Beiträge zur Konfliktbearbeitung zu leisten. Aber Österreich macht hier etwas zu wenig. Wie kann man es finanzieren? Wir haben einen Vorschlag auch im Versöhnungsbund erarbeitet. Unser Vorschlag ist, gerade weil gegenwärtig eine Sicherheitsstrategie in Diskussion ist, dass Österreich 500 Zivilistinnen und Zivilisten ausbildet, die entsprechend vorhält für internationale Einsätze. Etwas mehr als doppelt so viel gibt Österreich für militärische Kapazitäten, um sie im Rahmen der OSZE, um sie im Rahmen der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und auch im Rahmen von Nichtregierungsorganisationen entsprechend zum Einsatz zu bringen. Wenn wir jetzt über internationale Beziehungen und über die Ordnung in den internationalen Beziehungen sprechen, so wird immer wieder auch geäußert, naja, der Westen dominiert internationale Finanzinstitutionen, was zweifellos stimmt. Präsident Lula in Brasilien sagt, es ist offenbar in Mode gekommen, dass die Mitglieder des Sicherheitsrates jetzt in andere Länder einfallen, wie er das genannt hat. Also das heißt militärisches Intervenieren. Das ist tatsächlich seit 1989, 90 ganz, ganz massiv mehr geworden. Und er kritisiert wieder diese regelbasierte internationale Ordnung. Und da sind wir bei dem Aspekt der Gerechtigkeit, das ja ganz ein wichtiger Punkt ist. Wie verstehen wir diese Begriffe? Fernando Enz hat gesagt, Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit wird an den Entrechteten deutlich. Da stimme ich ihm zu. Gottes Gerechtigkeit ist nicht wie die Justiz mit verbundenen Augen, sondern er schaut ganz genau hin, um was geht's. Allerdings, wenn wir auch sagen, Friede und Gerechtigkeit küssen sich, wenn wir den Frieden abhängig machen von der Gerechtigkeit, welchen Frieden erhalten wir dann? Wie schaut dann dieser Kuss aus? Werden dann Schwerter tatsächlich noch zu Pflugscharen? Oder müssen wir dann sagen, wenn es um die Entrechteten geht, müssen wir die Schwerter sorgfältig verpacken und müssen wir sie in die Ukraine schicken? Ein Dilemma. Wie gewaltfrei ist dann ein gerechter Frieden, wenn die Gerechtigkeit immer eine Funktion der Entrechteten ist? Landen wir dann letztendlich am Ende des Tages beim gerechten Krieg, indem wir sagen, wir haben eine legitime Autorität, wir haben einen gerechten Grund, eine gerechte Absicht. Wie schaut dann der gerechte Frieden aus? Zum Pluralismus noch mal kurz zurück. Pluralismus heißt für mich nicht nur die Staaten agieren, die internationalen Organisationen agieren, sondern auch die Zivilgesellschaft agiert.
Wir haben ein wesentliches Beispiel, an dem wir uns im Versöhnungsbund mit sehr vielen anderen Nichtregierungsorganisationen in den letzten Jahren auseinandergesetzt haben. Das ist die Einführung eines zivilen Friedensdienstes. Es geht im Wesentlichen darum, dass gut ausgebildete Zivilistinnen und Zivilisten in internationalen Kriseneinsätzen tätig sein, in Krisen- und Konfliktgebieten, von österreichischen Organisationen entsendet werden und gemeinsam mit lokalen Partnerinnen und Partnern vor Ort in Krisengebieten an den Ursachen, an den Folgen und an den Verläufen von Konflikten arbeiten. Und das mit zivilen und gewaltfreien Mitteln. Es geht jetzt nicht nur um meine Arbeit in einem Konfliktgebiet, sondern an der Arbeit im Konflikt selbst. Es ist gegenwärtig ein Projekt in Diskussion, das umgesetzt wird von zwei Nichtregierungsorganisationen, von dem Friedenszentrum Burg Schleining und vom Versöhnungsbund. Es geht um ein Projekt im Libanon. Das ist gerade ganz besonders gefragt und natürlich ein besonderer Beitrag, um Verständigung und Versöhnung ein Stück weit zu leisten. Kann man jetzt sagen, funktioniert sowas, wenn Nichtregierungsorganisationen das machen? In Deutschland gibt es dieses Instrument seit gut 20 Jahren und da sind in den letzten 20 Jahren 1800 Friedensfachkräfte in gut 60 Länder entsandt worden. Mein fünfter Punkt des Menüs, die Käseplatte. Vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen. Ich habe schon gesagt, es ist viel Vertrauen in den internationalen Beziehungen verloren gegangen. Wir haben 1975 mit der Charta von Helsinki, ging es darum, auch um Vertrauen zwischen Ost und West zu schaffen. Das war eine der Phasen, wo der Kalte Krieg gerade besonders in Diskussion war. In den 1980er Jahren, als damals NATO-Doppelbeschluss, Stationierung von Pershing und Cruise Missiles. Auch da waren diese Prozesse immer wieder auch hilfreich. Vertrauen. Die Wiener Dokumente Anfang der 1990er haben eine Reihe von Punkten da festgelegt. Es geht um Informationsaustausch. Es geht um Einsicht in die Verteidigungsplanung. Es geht um Konsultationen. All das schafft ein Stück weit Erwartungsstabilität. Wenn ich weiß, was tut der andere mit seinen Kapazitäten? Sind das Dinge, vor denen ich Angst haben muss, vor denen ich mich rüsten muss, oder sind sie berechenbar für mich? All das spielt eine wesentliche Rolle. Und wenn man jetzt an den Beginn der 1990er denkt, viele dieser Maßnahmen, die wir damals festgelegt haben, sind mittlerweile erodiert und verloren gegangen. Jetzt habe ich nicht mehr wahnsinnig viel Zeit, gell? Jetzt werden wir die letzten paar Punkte, werden wir zu zwei Runden einen Digestiv zusammenfassen. Sicherheit neu denken, haben wir gesagt, heißt menschliche Sicherheit, heißt gemeinsame Sicherheit, heißt aber auch noch was anderes. Der Prozess Sicherheit neu denken sagt in Deutschland, es geht für die eigene Sicherheit, einen Lebens- und Wirtschaftsstil zu praktizieren, der die ökologischen Ressourcen der Erde entsprechend unseres Bevölkerungsanteils in Anspruch nimmt und weltweit zu ökologisch und sozial gerechten Wirtschaftsbeziehungen führt. Also Gerechtigkeit und die ökologische Dimension spielen da auch eine wesentliche Rolle. Und wenn man über die ökologische Dimension, ich habe kurz die Klimafrage angedeutet, es gibt heute keinen zwingenden Zusammenhang heute zwischen Klimaerhitzung und zwischen der gewaltsamen Austragung von Konflikten. Immer unter der Voraussetzung, dass es gelingt, die Temperatur auf 1,5 Grad Celsius einzudämmen. Was gegenwärtig nicht so aussieht, dass es gelingt. Heute ist die Klimaerhitzung ein Risikomultiplikator und ein Stressfaktor. Wenn das allerdings die Temperatur mehr ansteigt als 1,5 Grad, dann wird das wesentlich brisanter. Wir sehen, Klimawandel ist eine politische Herausforderung, aber keine militärische. Dennoch sehen wir in den internationalen Beziehungen, dass die Frage Klimawandel ganz stark versicherheitlicht wird. Man sagt, das Militär ist zuständig in den internationalen Beziehungen, um allgemein Krisenmanagement diesbezüglich zu machen. Es braucht Sicherheitsapparate, um mit Migrationsströmen, die sich aufgrund des Klimawandels ergeben, fertig zu werden. Militär braucht man gegen Wetterextreme. In der Europäischen Union hat man vor einigen Jahren schon nachgedacht, es braucht sowas wie Ecological Policing und Ecological Enforcement. Und wir sehen gleichzeitig auch, dass wir uns in der Europäischen Union darauf geeinigt haben, dass es ein Klimaziel von minus 55% bei Treibhausgasen gibt.
Leider ist das Militär da nicht eingeschlossen, obwohl wir wissen, dass das Militär einen wesentlichen Beitrag zur Klimaerhitzung leistet. Es gibt im Militär leider keine Transparenz, keine vergleichbaren Daten und vor allen Dingen im Wesentlichen keine Veröffentlichung. Mein abschließender Punkt, wie wir über Frieden reden. Wir haben in den letzten 10, 20 Jahren bemerkt, dass viele Menschen die Debatte über Krieg und Frieden und über Notwendigkeiten schwieriger nachvollziehen können. Warum zahlt Österreich für EU-Waffenprogramme ein? Warum gehen österreichische Soldatinnen und Soldaten in den Tschad? Wir haben auch bemerkt, dass sich manche friedenspolitische Positionen sehr, sehr rasch geändert haben in den letzten Jahren. Heute noch für die Wehrpflicht, morgen fürs Berufsheer. Gestern noch für die NATO, heute für die Neutralität, morgen vielleicht wieder anders. Gestern noch gewaltfrei, heute Waffen kaufen. Es geht sehr schnell. Das schafft ein Stück weit Unsicherheit. Das schafft weniger Berechnungsmöglichkeiten. Wir sehen aber auch in der Debatte in den letzten 2 Jahren Worte wie Friedensverhandlungen und Waffenstillstand sind mittlerweile sehr negativ besetzt. Manche sagen, wer für einen Waffenstillstand ist, ergreift automatisch Partei für einen Diktator, für einen Krieg, rechtfertigt diesen Krieg vielleicht sogar. In Deutschland gibt es eine Diskussion darüber, dass jene, die für Friedensverhandlungen eintreten, die sind naiv, die sind verlogen. Das wäre ein kenntnisloses Dahergerede. Es ist nicht gut für unsere Gesellschaft, wenn sich Menschen mit friedenspolitischen Positionen in Organisationen, in Parteien, aber auch in der öffentlichen Auseinandersetzung und in den Medien nicht mehr aufgehoben fühlen. Natürlich braucht es Bekenntnisse. Natürlich braucht es ein Bekenntnis gegen Gewalt, für das Völkerrecht, für Menschenrechte. Gleichzeitig aber soll das Bekenntnis immer wieder auch uns helfen, Konfliktbearbeitung voranzutreiben. Und das heißt nicht, dass eine kriegerische Auseinandersetzung mit einem Tag und einem Zeitpunkt begonnen hat, sondern dass immer ein Konflikt seine Konfliktgeschichte hat. Die auszublenden heißt nicht, einen Krieg rechtzufertigen, heißt nicht, ihn gut zu heißen, sondern heißt im Sinne der Konfliktbearbeitung auch hinzuschauen, wo ist die entsprechende Geschichte und wo ist vielleicht auch in der einen oder anderen Frage müssen wir den Balken im eigenen Auge suchen. Es braucht solche Positionen, die auch Partei für Unschuldige auf allen Seiten ergreifen und nicht nur auf einer einzigen Seite, hüben wie drüben. Ja, und manchmal braucht es auch eine Position, die einfach nur still ist und dazu mahnt. Wir sehen, es gibt unterschiedliche Blickwinkel auf die internationalen Beziehungen, die verschiedenen, Kant und Machiavelli. Wer hat das bessere Argument? Welche Alternativen gibt es? Wer nimmt an einer Diskussion teil und wer nimmt längst nicht mehr teil an solchen Diskussionen? Das gilt's von Fall zu Fall auszuverhandeln und ich glaube, das macht unsere Gesellschaft aus und genau das ist das im Sinne dieses Mottos, was wirklich zählt. Vielen Dank. Ich schließe nahtlos an. Es ist begeisternd gewesen, wie Sie vorgetragen haben, und es war Dürfen wir Platz aufnehmen? außerordentlich spannend. Ich darf Ihnen meinen Platz anbieten. Gerechter Friede auf Erden ist ja das Thema, und ich habe mir einen Untertitel gewählt. Aber ich erzähle vielleicht noch gerade, wo ich herkomme. Ich hatte 2 Tage Forschungsseminar. Da sitzt ein Russe drinnen, ein Doktorand aus Moskau. Das ist eine Lembergerin drinnen, eine Doktorandin aus Lemberg. Und ich musste Ihnen sagen, und vielleicht ist das auch ein Beitrag zu heute: Today we are an island of peace. Ja. Also wir sind sowas wie eine kleine Friedensinsel inmitten einer sehr taumelnden und turbulenten Welt. Was ich jetzt erläutern will, das sind so ein paar auch so ein Ich nenne diese eher so kleine meditative Inspirationen, ja, von einer zeitlosen Friedensvision zu einer praktisch-theologischen Befriedungstheologie. Und ich gestehe gerne, also ich bin sehr betroffen, eben durch meine Studierenden jetzt, vor allem durch den Krieg Ukraine-Russland und
Die Beispiele werde ich auch vor allem dort wählen. Ich bringe es auch zumindest auf 5 Punkte, ja. Und der erste Punkt wäre dann der jüdisch-christlichen Tradition geschuldet, dass diese Tradition für eine visionäre Friedensvision steht. Also für eine, das ist jetzt eine Verdopplung, habe ich gerade gesehen, das ist unsinnig sprachlich natürlich, steht für eine Friedensvision, lassen wir das Wort einmal so stehen. Ich setze dann theologisch noch den Kontrapunkt dazu, Sünde des Krieges. Wir spüren ja jetzt schon auch bei den Titeln, wie nahe wir aneinander sind, mit einem anderen Sprachspiel, aber in dem Anliegen doch relativ verwandt. Das Dritte wäre, dass Religionen leider in all diesen Fragen oft Teil des Problems und nicht der Lösung sind. Das muss auch ausdrücklich hier besprochen werden, weil es gibt eine naive Meinung, die Religionen würden den Frieden jetzt herbeibringen in der Welt. Ich sage nein, manchmal verschärfen sie auch die Gewalt und den Krieg. Ich will da nur kursorisch ein paar Beispiele nennen. Ich sage auch, dass die Lehre vom gerechten Krieg, die wir dem Augustinus verdanken und das ganze Mittelalter heraufkommt und im Katechismus der katholischen Weltkirche natürlich dort verankert ist. Ich will Sie ganz kurz vertraut machen, was da wirklich drinnen steht, weil das ist meines Erachtens für uns ganz gut, wenn wir die Texte auch kennen, ganz knapp der Überblick, aber sie taugt nicht mehr, diese Lehre vom gerechten Krieg, weil die Lehre vom gerechten Krieg die Frage beantwortet, wie gehen wir in einen Krieg moralisch gerechtfertigt hinein, während die Frage sich heute stellt, wie kommen wir aus den stattfindenden Kriegen heraus? Das ist mein Hauptanliegen, das ich natürlich auch wieder mit meinen Freunden aus Moskau und aus Lemberg gleichzeitig studiere. Ich kann auch gleich dazu sagen, die Vorstellung, dass alle in Moskau diesen Krieg unterstützen, ist natürlich naiv. Die ist auch ein bisschen medial unterstützt, aber ich meine, dass sie nicht einfach so hingesagt werden sollte. Und dann komme ich in einem Schlussteil zu 3 Fragen. Und ich war auch sehr dankbar, dass Herr Kollege Reutner auch mehr Fragen gestellt hat als beantwortet. Dass in der Lage sind wir auch heute. Und das ist spannend auch für eine Diskussion. Wir werden nicht streiten, aber es ist gut, wenn Sie mit unseren Fragen dann auch einhergehen. Ich beginne also mit dem ersten Punkt, die jüdisch-christliche Tradition steht für diese Friedensvision. Das ist schon zitiert worden, dieses Zitat aus Jesaja 2, 2 bis 5 oder Micha 4, da steht zweimal fast textgleich drinnen im Alten Testament. Ist sehr interessant, es ist eine endzeitliche Vision. Ja? Am Ende der Tage wird das geschehen. Also nicht während der Geschichte, sondern erst wenn die Geschichte vorbei ist. Das ist auch eine klare Mahnung, für auf dem Boden zu bleiben und zu sagen, was geschieht aber bis dahin, bis am Berg Sion sich alle sammeln werden und dann man nicht mehr für den Krieg trainiert und die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Wenn Sie Adleraugen haben, sehen Sie das kleine Denkmal, das vor der UNO steht. Und es stammt von einem russischen Künstler. Es wurde 1959 der UNO geschenkt. Auch die DDR-Friedensbewegung hatte dieses Logo, Schwerter zu Pflugscharen. Es ist sehr bekannt gewesen. Es ist erstaunlich, dass ein atheistischer Staat hier die Bibel verwendet, um der UNO zu sagen, wir sind eine Ruskimir. Ja, wir sind eine friedliebende Sowjetunion. Es war ein starkes Votum. Das Zweite ist auch einleitend schon zitiert worden mit dem Blick auf Weihnachten. Natürlich wird dann Jesus als das geborene Kind in Bethlehem, als der Friedensfürst besungen, schon unter exegetischem Rückgriff natürlich auf viele biblische Texte des Alten Testaments. Beachten Sie auch, dass er dann in Jerusalem auf einem Esel einreitet. Das wäre auch einer Meditation wert, nicht, wenn Sie das vergleichen. Ich habe das einmal gemacht mit dem Einzug Hitlers in Österreich. Ja, mit Pferdestärken. Auch die römischen siegreichen Kaiser sind auf Pferden eingeritten in Rom. Aber Jesus auf einem Esel, warum? Ja, das ist schon meditativ sehr anregend. Er ist der versprochene Friedensfürst. Genießen Sie das zu Weihnachten wieder mit oder reisen Sie mal doch wieder irgendwann nach diesem grausigen Krieg da in Palästina nach Bethlehem. Es ist sehr eindrucksvoll, dort in dieser Grabes, in der Geburtsgrotte zu stehen. Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden.
der Friede dem Menschen seiner Gnade. Und dann besingt natürlich Jesus selber am Berg oben in seiner Rede der Seligpreisungen den Frieden. Selig, die Friedenstifter, selig, die keine Gewalt anwenden. Was ist das für ein Ethos? Ich sage Ihnen nur spirituell dazu, die alten Baptisterien sind alle achteckig gebaut. Am schönsten diese kleine alte mittelalterliche Kirche in Fulda, wo unten in der Krypta eine Säule ist, die Christus symbolisiert und oben ebenerdig sich ein Raum, ein Kirchenraum achteckig eröffnet. Und das hat einfach einen simplen Grund, wer getauft wird, tritt in einen Raum ein, in dem die acht Seligpreisungen prägend sind. Ja, halte das für ganz wichtig, weil das ist nach dem Alten Testament und den zehn Geboten doch eine enorme Weiterentwicklung des Ethos des Christentums. Also selig, die keine Gewalt anwenden. Also in meiner Fantasie stelle ich mir vor, dass Patriarch Kyrill das im Morgengottesdienst liest. Ja. Selig, die keine Gewalt anwenden. Der müsste eigentlich dann nachher in sein Büro gehen, zum roten Telefon greifen und dann sagen, Bruder Wladimir, ja, habe gerade gelesen im Alten Testament, im Neuen Testament, in der Bergpredigt, selig, die keine Gewalt anwenden. Also bist du ein Christ? Was machst du da jetzt? Also er müsste eigentlich ganz anders machen, aber er hat andere Interessen, die man ja auch diskutieren kann, aber da bleibt die Zeit halt, glaube ich, nicht übrig. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist relativ kompakt, aber sehr wichtig auch, dass der Krieg wirklich theologisch als Sünde gilt. Ja, der hat eine ganz klare negative Konnotation, was moraltheologisch oder sündentheologisch meines Erachtens ganz wichtig ist. Papst Franziskus sagt das auch unentwegt, warum das moralisch so verwerflich ist, denn der Krieg zerstört letztlich das Projekt der Brüderlichkeit selbst, das in der Berufung der Menschheitsfamilie eingeschrieben ist. Fratelli Tutti, haben Sie es noch nicht, kaufen Sie es und lesen Sie dieses Dokument, genauso wie Laudato Si oder Laudate Deum. Ich denke, das ist Pflichtlektüre heute für jeden wachen Christen, jede wache Christin. Er sagt natürlich auch, das ist am Schluss aufgetaucht, das ist ökologische Dimension der Sündigkeit des Krieges, weil das immer auch ein dramatischer Angriff auf die Umwelt ist. In vielfältiger Weise, wir merken, dass wir auch weit zurückgeworfen werden jetzt durch die laufenden gravierenden Kriege Ukraine, Palästina in der ökologischen Debatte. Ich glaube, wir können das noch gar nicht einschätzen, was da alles zurzeit passiert. Da haben Sie wahrscheinlich mehr Zahlen als ich, aber ich lese den Text vom Papst, der da in der Richtung sehr besorgt ist. Also sündentheologisch gibt es einen eigenen theologischen Fachbegriff, hamartiologisch, harmatia die Sünde auf Griechisch, und der Krieg ist immer etwas, was die sittliche Weltordnung durcheinander wirft. Nehmen Sie dieses schöne Wort, durcheinander werfen, weil das ist das griechische Diabalein. Der Diabolos ist der Verwirrer, der durcheinander wirft. Also ich habe so in den letzten Monaten immer stärker das Gefühl, irgendwie geht es dämonisch zu in der Welt. Kann man das einmal so sagen? Weil ich kann mir ja, wenn ich mir so vorstelle, was da in Butscha, in Mariupol, in all diesen, jetzt der Hamas-Terror, was da an Unmenschlichkeit passiert, ist der Mensch überhaupt dazu fähig, wenn er im Grunde ein gutes Geschöpf Gottes ist? Und mir hat einmal ein evangelischer Theologe bei der Sendereihe Warum Christen glauben, das war in den 80er, 90er Jahren, war ein junger Professor, dann sahen wir nach Filmen, die so bestimmte theologische Themen aufgearbeitet haben in einer Dramaturgie, dann saßen wir zusammen, haben diskutiert und da ging es dann um den Teufel, ja. Und ich habe halt den Herbert Haag zitiert und er sagt, ja, der Versucher des Frommen vor Gott und so. Und dann sage ich, ja, aber nicht so, wie wir uns normalerweise vorstellen, den Teufel. Dann sagt dieser evangelische Theologe, Zulenders, vielleicht ist es doch gut, wenn es einen Teufel gibt, dann ist der Mensch nicht an allem selber schuld. Also eine Entlastungstheologie, das ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Aber wie gesagt, mir kommt die Ungeheuerlichkeit der Verbrechen, die zurzeit begangen werden, auch gegen das Völkerrecht. Herr Reutner, Sie haben das auch zitiert, dass diese Regeln ja ganz entscheidend und wichtig sind, auch Gaudium et Spes darauf dann zu sprechen kommt, dass wir die Recht, sozusagen das Recht und das Moralische einhalten in den Kriegen. Und das wird heute zurzeit überhaupt nicht mehr eingehalten.
Und die Frage ist, kann es überhaupt noch eingehalten werden bei den technischen Möglichkeiten, die wir haben? Das Ärgste sind ja diese Killerroboter, wo man schon gar nicht mehr weiß, wer Verantwortung dann am Schluss übernimmt. Vielleicht die Konstrukteure, die das zur Verfügung stellen. Wer weiß es? Die Ketten, die Lieferkette ist, die moralische Lieferkette ist dann lang, ja, wahrscheinlich. Papst Franziskus zitiert natürlich auch gerne das Buch der Sprüche: Trug ist im Herzen derer, die Böses planen, aber bei denen, die zum Frieden raten, ist Freude, Buch der Sprüche. Es wäre jetzt gut, weil das auch bei Ihnen noch angeklungen ist, wir sollten auch stärker die Symptome anschauen, also die Ursachen anschauen und nicht auf der Ebene der Symptome hängen bleiben. Ich nenne nur drei, die mir persönlich für meine Arbeit sehr wichtig geworden sind im Laufe der Zeit. Da ist natürlich in Europas Geschichte die massive Ungerechtigkeit nach dem Friedensschluss von Versailles. Das ist wahrscheinlich schon die Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges gewesen, mit allen Katastrophen, die ökonomisch übrigens auch über Deutschland gekommen sind, die große Depression und all diese Dinge. Ich möchte aber hinzufügen, was mir sehr zu schaffen macht, das ist die Kränkung der arabischen Welt zum Beispiel, die ja auch hinter dem Palästina-Konflikt steht. Und ich meine, das ist mein Gefühl, also wenn ich solche politische Sachen sage, dann denken Sie immer mit, das ist meine persönliche Meinung als Mensch. Und dann denke ich, wenn der Gutierrez sagt, 56 Jahre hat man Palästina einen eigenen Staat vorenthalten, dann ist das nicht, wenn man das kritisiert, kein Antisemitismus, sondern ist eine berechtigte Kritik an der Politik Israels, die ja schon weiter gewesen ist. Ich habe dann noch ein Bild von Arafat und Begin, weil ich, nein, war das nicht Begin? Arafat und Rabin war das, ja, Rabin, ja, im Osloer Vertrag. Und ein drittes möchte ich auch noch aufmerksam machen, weil uns das sehr beschäftigt. Ich habe eine ukrainische sozialethische Studentin gehabt, die hat dann bei einem Treffen meiner Studenten einen Vortrag gehalten über das Phänomen Ruski Mir. Das lohnt sich, das auch anzuschauen, sich zu merken, den Alexander Dugin dazu auch vielleicht, den Putin auch wörtlich zitiert und sagt, die Ruski Mir, diese Friedenswelt Europa, Mir auf Russisch ist immer beides, die Welt und der Friede. Das ist auch hochinteressant in der russischen Sprache. Dann müssen Sie sagen, also Alexander Dugin sagt, diese Ruski Mir wird reichen von Lissabon bis Vladivostok. Ja, und das zitiert nicht nur der Chefideologe, sondern das zitiert auch Putin selber in einer Rede. Und da muss ich sagen, das sind auch Kriegsursachen. Das kennen wir nur früher von Napoleon, von Hitler und von all diesen Großmachtfantasien, die da dahinter stehen. Ich kann nur, um das Thema nicht so schwerfüßig daherkommen zu lassen, den Kretschmer zitieren, einen Psychoanalytiker aus Deutschland, der mit Blick auf Hitler dann gesagt hat, über die Psychopathen in guten Zeiten therapieren wir sie, in schlechten beherrschen sie uns. Das ist ein harter Satz, aber ich frage mich auch, was steckt hinter diesen Fantasien? Auch vielleicht an Kränkungen, dass Gorbatschow die große Sowjetunion geopfert hatte für die demokratischen Rechte und Selbstbestimmungsrechte der einzelnen Völker, der Ukraine auch einschließlich, ja. Und dass das jetzt eine tiefe Kränkung dieser russisch-slawischen Kultur ist und die kaum verdaubar ist, es sei denn durch das Rückgewinnen der alten Größe. Das wäre so, wie wenn Österreich 1918 angefangen hätte zu sagen, ja, Ostritski Mir, wir wollen Serbien wieder zurück, wir wollen den Balkan wieder zurück, wir wollen Spanien wieder zurück und die Niederlande wieder zurück und Galizien wieder zurück. Verstehen Sie, das ist diese Denkart jetzt von Alexander Dugin. Und ich glaube schon, dass diese ideologischen Hintergründe es wert sind, auch politologisch bedacht zu werden. Das ist so ein bisschen die Lust an den Ursachen weiterzuarbeiten. Das mache ich jetzt wirklich kantig knapp. Das ist ein Zitat von Papst Franziskus. Religionen sind, ich habe hinzugefügt, zu oft Teil des Problems statt der Lösung, weil sich Religionen unentwegt hergeben zur Legitimation brutalster Gewalt. Ja. Jetzt kann man natürlich noch weitergehen und sagen, sind Religionen, wie der Aßmann das meinte, in sich gewaltförmig, vor allem der Monotheismus, das war seine Hypothese, der sagt, wenn man den exklusiven Wahrheitsanspruch hat, dann muss man eigentlich, ja, das ist eigentlich die Grundlage des Krieges gegen alle anderen. Ja. Wenn man denn im Namen der Wahrheit Krieg führt, ist das fürchterlich gewesen. Und das ist natürlich vor Kant möglich gewesen, ja.
in der Zeit der konstantinischen Ära, der engen Verflechtung von Staat und Kirche. Und das ist meines Erachtens ein Musterbeispiel jetzt. Das ist der 30-jährige Krieg, der lohnt sich sehr stark analysiert zu werden. War bei Peter Berger mal in London, in Boston eingeladen, wo wir das als Grundthema hatten und sagen, was könnten wir aus den Erfahrungen, den friedenspolitischen Erfahrungen des 30-jährigen Krieges und seiner Friedensschlüsse lernen. Für heute, damals ging es um den Krieg auf dem Balkan. Sag ich, könnten wir davon etwas lernen? Auch von der Regel, cuius regio, eius et religio. Das hat er gemeint. Es könnte sein, wenn man sozusagen die Parteien trennt, auch ethnisch und so. Ich halte das für keine Lösung, aber ich habe mich auch dagegen ausgesprochen und gesagt, das ist Mittelalter. Das ist übrigens auch, weil ich das gleich als drittes Beispiel dann bringe, die russisch-orthodoxe Kirche, die Orthodoxie, hat eine Lehre vom sogenannten kanonischen Territorium, die ist genauso mittelalterlich wie die alten Friedensschlusstheorien. Und das kanonische Territorium sagt, wer in Russland lebt, ja, der gehört zur russisch-orthodoxen Kirche. Jetzt hat natürlich die russisch-orthodoxe Kirche 42 Millionen verloren. Ja. Und er sagt jetzt, der Kyrill, den möchte ich gerne zurückhaben und deswegen segnet er die Soldaten Russlands unter anderem. Kommt noch ein zweiter Grund natürlich dazu, dass das Gründungskloster der russisch-orthodoxen Kirche just in Kiew ist, das Höhlenkloster. Das muss man auch als Kränkung der russisch-orthodoxen Kirche noch dazu nehmen. Also der 30-jährige Krieg war so brutal, dass ich, bei einer Passauer Zeit habe ich Bayern studiert, genau 70% der Bevölkerung ausgerottet worden waren. Und wenn Sie googeln ein bisschen, gibt es tolle Kupferstiche über den 30-jährigen Krieg. Und dann sehen Sie halt auch, analog zum Hamas-Terror, wie ein Soldat mit einem Schwert einer schwangeren Frau gerade den Bauch aufschnitzt. So ist der Krieg geführt worden, mit extremen Brutalitäten. Und das steht der sozusagen der Brutalität des islamischen Staates in nichts nach. Und das ist mein zweites Beispiel, das natürlich auch im Raum des Islam Allah, der Allerbarmer, missbraucht wird für die Rechtfertigung brutaler Kriege und brutaler Gewalt durch das Kalifat und so. All diese Dinge kennen Sie wahrscheinlich auch wieder die Bilder, wenn Sie das anschauen, Massaker und Vergewaltigungen und was weiß Gott, was da alles passiert im Namen Gottes, ja. Das ist das Problem, dass diese Art der Legitimation von Gewalt durch die Religion Gott nicht in Kredit, sondern in Misskredit bringt. Und meine Logik heißt auch mit Peter Berger, dass der 30-jährige Krieg der eigentliche Anfang des Niedergangs des Christentums in Europa ist. Beachten Sie das, weil das ging serienweise. Der Friedensschluss 1648 in Osnabrück sagte, die haben Blut an den Händen, die Konfessionen. Ja. Auf die kannst du dich nicht verlassen. Dann kommt der Voltaire und sagt, ja, vielleicht eine Religion ohne diese blutrünstigen Kirchen. Ja. Und hat das privatisiert, eine Philosophenreligion. Und dann kamen die Atheisten und haben gemeint, es ging ohne Gott überhaupt noch friedlicher zu auf der Welt. Und dann kam der Gulag. Das war auch nicht sehr friedlich. Also ich will das immer nur sagen, alle Ideologien sind missbrauchbar. Auch der Atheismus ist missbrauchbar für brutalste Gewalt. Und das dritte war eben der Kyrill, den ich schon genannt habe, der ja das zu einem metaphysischen Kampf des Guten gegen das Böse hochstilisiert hat, in Reden, die ich Ihnen zitieren könnte, aber Sie sehen unten schon mein Zeichen, da springe ich jetzt genau darüber und komme schon zu meinem vierten Punkt. Die Lehre vom gerechten Krieg ist untauglich geworden. Wann ist ein gerechter Krieg erlaubt? Das ist der Katechismus der Weltkirche. Und da werden jetzt klare Bedingungen genannt und klare Regeln aufgestellt. Also wir sehen das auch schon ein bisschen, was Reutner vorher gesagt hat, mit dem Regelwerk, das man braucht, um Friedensstiftung zu haben oder dass es einigermaßen moraltheologisch zugeht. Es muss ein zugefügter Schaden sein, der schwerwiegend und von Dauer ist. Die anderen Mittel müssen alle ausgeschöpft sein. Man denkt wieder an Kant, ja, müsste alles ausgeschöpft sein. Es müsste Aussicht auf Erfolg haben, ist auch ein interessantes Kriterium für die Zulässigkeit, in einen solchen Krieg zu ziehen. Und die Schäden und Wirren dürfen nicht schlimmer sein als das, was ich an Unrecht erlitten habe. Das ist auch ein hochinteressantes Kriterium. Und dann natürlich auch die Regeln des sittlichen Gesetzes einzuhalten, die Zivilbevölkerung, die verwundeten Soldaten und die Kriegsgefangenen sind zu achten. Und dann vor allem die Vernichtung ganzer Städte und so weiter, lesen Sie das im Katechismus der Weltkirche nach, das sind alles Dinge, die zurzeit gebrochen werden, schlicht und einfach. Also man könnte sagen,
für die Beurteilung, die moralische Beurteilung taugt das schon, aber es taugt nicht, um zum Frieden zu kommen. Und der Papst schreibt daher, warum vor allem diese Lehre vom gerechten Krieg dann untauglich geworden ist, weil die Waffensysteme heute, wir haben von den ABC-Waffen gehört, alle so viele Schäden unkontrollierbarer Art auch in der Zivilbevölkerung erzeugen, dass diese Regeln alle nicht mehr eingehalten werden können. Rein militärtechnologisch schon nicht, wenn die zum Einsatz kommen. Also nie wieder Krieg, sagt er, auch in Fratelli Tutti, die Nummer 258 nachzulesen, diese Stelle. Ich komme dann jetzt schon zu meinem Finale, von einer zeitlosen Friedensvision, das wollte ich eigentlich schreiben vorne, zu einer praktisch-theologischen Befriedungstheologie. Und da will ich nur drei Fragen formulieren, weil ich die Antworten nicht kenne. Und ich glaube, die Theologie wird da immer bescheidener heute bei all diesen Fragen. Was können wir denn moralisch, pastoral, theologisch dazu beitragen? Dann sage ich, vielleicht ist unser Dienst, die Fragen hartnäckig zu stellen. Das wäre auch ein guter Dienst, ja. Die Fragen zu stellen. Ich hätte mit Kollegen Langer, der leider verstorben ist, Religionspädagoge bei uns, hätte ich ganz gerne einen Katechismus geschrieben, der nur aus Fragen besteht. Das wäre eine interessante Sache, ja. Die Leute Fragen lernen, weil das ist das Entscheidende, wie man überhaupt im Glauben sich zurechtfinden kann. Also es ist schon angeführt worden, dass man in Deutschland natürlich eine heftige Debatte haben. Hier haben Sie drei Proponenten da dieses Aufrufes zu einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine. Ich verbinde damit nur die Frage, die ich auch mit meinen Freunden aus Russland und aus der Ukraine zu diskutieren habe. Wer entscheidet über einen Waffenstillstand und den Zeitpunkt? Wer entscheidet darüber? Ich halte das für eine ganz wichtige Frage. Und ich weiß es nicht, ob diese Manifeste auch Habermas ist schon ein bisschen verunsichert worden in der Zwischenzeit wieder und rudert ein bisschen herum in der Frage, weil er sich auch nicht ganz genau auskennt, was er sagen sollte. Ich möchte lieber anschließen an das, was hier dargestellt ist, nämlich Rabin und Arafat, unter Clinton, der Osloer Vertrag, der Osloer Friedensprozess. Und das hat Johann Baptist Metz, ein guter Freund von mir, immer zitiert, diese Passage. Wir wollen künftig nicht nur die eigenen Leiden erinnern, sondern auch die Leiden unserer bisherigen Feinde nicht vergessen und beim eigenen Handeln in Betracht ziehen. Was spüren Sie daraus? Das ist sozusagen Metz, die Autorität der Leidenden durch wechselseitige Empathie in das Leiden der anderen. Ja, das finde ich einen ganz springenden Punkt. Und Metz sagt daher, ist der Künd mit seinem Weltethos in der Friedensfrage irgendwie zum Scheitern verurteilt worden. Weil er ist ja auch überall eingeladen von den ranghohen Militärs. Künd, das hat den Leuten sehr gefallen, dieses Friedensethos, was du nicht willst, das Mann, dir du, das füge auch keinem anderen zu, die goldene Regel. Aber sie war im Grunde genommen sozusagen friedenspolitisch, jetzt im Sinne auf dem Weg zu einem gerechten Frieden, bislang völlig untauglich. Es war schön, aber unpraktisch. Ja. Und Metz sagt, frag lieber, wer sind die Leidenden? Und das wäre jetzt so die nächste Frage für mich. Wer sind dann jetzt die Leidenden, etwa zum Beispiel, mein Beispiel, im Ukraine-Krieg? Ja. Dann denke ich, da muss man schon ein bisschen auch sagen, es gibt ein kollektives Leiden in der Ukraine jetzt, die sich durchgerungen hat in der Revolution der Würde. Sie sehen hier das ukrainische Wort, ja, die Revolutia Hidnosti, dass sie sich durchgerungen haben zu einer freiheitlichen Gesellschaftsform. Das muss nicht NATO sein, das nicht EU, sondern sie wollten einfach nach den 70 Jahren Kommunismus, wollten sie ein freies, demokratisches Land werden. Und ich muss auch sagen, wenn ich die jungen Leute aus der Ukraine auch in Russland kennenlerne, ja, dann stehen die auch auf dieser Seite. Und mir sagt ein Russe jetzt in einer Diskussion, Putin hat nicht Angst vor der NATO, sondern vor der Demokratie in der Ukraine. Weil er die im eigenen russischen Kulturbereich hat. Ja? Während er sie zu Hause autoritär unterdrückt, Nawalny und alle diese Dissidenten, die ja umgekommen sind. Ich bin bei Nemtsov vorbeigegangen auf der Brücke da über die Moskwa. Ja? Das sind dauernd Blumen dort, bis heute. Ja? Also das ist ein erstes. Das zweite sind natürlich die Frauen, Mütter und so auf beiden Seiten. Ja? Ich finde das wirklich, das Leid, das wirklich erzeugt wird jetzt und das meines Erachtens für die Friedenspolitik, für einen Weg zu einem Frieden, meines Erachtens das beste und stärkste Kapital ist, wenn ich mir das erlauben darf, so zu sagen und so zu reden, dass man das Leid als Kapital bezeichnet. Aber wenn die Autorität der Leiden, die Empathie in die Leiden der anderen wirklich maßgeblich ist,
dann zögere ich vielleicht doch, solche Brutalitäten wie in Mariupol, in Butscha und weiß Gott was, wo anzuwenden. Also es kommen dann natürlich auch die jungen Menschen dazu, zu den Leiden in meinen Augen, weil das sind meine Studenten jetzt, deren Biografien alle destabilisiert sind. Ja. Heute wieder ein Gespräch gehabt mit einer ukrainischen Studentin, die sagt, also mein Mann, der arbeitet online in Lettland, aber er hat die Mutter jetzt zu einer Krebsbehandlung in Deutschland, jetzt könnte er legal ausreisen, ohne nachher zurückzukehren. Stellen Sie sich alle diese Entscheidungen vor, einer Familie, die da getroffen werden müssen, der meinen vierjährigen Sohn. Also hier haben Sie diese Person, von der ich gerade rede, weil die war zu Hause in Lemberg, wie der Krieg ausgebrochen ist, wegen Covid damals. Und dann beschließt die Familie, fahrt nach Wien in die Studentenwohnung, da seid ihr beide, die Mutter und das Kind, sicher, der Vierjährige. Und dann kaufen sie sich Fahrkarten und gehen auf den Lemberger Bahnhof und sind 3 Nächte bei Eiseskälte im Untergrund, weil sie keinen Platz bekommen haben vor so vielen Studierenden, also Flüchtenden, die aus der Ukraine weg wollten. Und dann fahren sie über Budapest nach Wien, kommen in die Studentenwohnung. Der Vierjährige setzt sich auf den Boden, nimmt eine Tüte, räumt sein Spielzeug ein und sagt, und jetzt will ich heim zum Papa. Das sind die Leidenden. Diese konkreten Geschichten, und ich denke, die sollten alle mitbedacht werden, oder um wirklich nicht einseitig zu bleiben. Eine andere Geschichte aus Moskau, war nicht beim Seminar, beim vorletzten dabei. Ich rufe dann am nächsten Tag an, das funktioniert Gott sei Dank über Skype, geht da los, und sofort am Telefon gehabt und sage, where have you been yesterday? Ja, sagt sie, my husband. Ja, am Morgen kam er zurück aus einer Dienstreise im IT-Bereich, findet auf dem Schreibtisch einen Einberufungsbefehl und ist sofort nach Kasachstan geflohen. Das sind die Geschichten heute, die meine Studierenden mir erzählen und ich sozusagen hautnah erlebe. Und sie merken schon, dass mich das alles sehr betroffen macht. Ich glaube auch, ein Verlierer ist die Fähigkeit zu lieben und der aufkommende Hass überbietet die Liebe. Also hier wieder eine Studentin von mir, die mir dann bei einem spirituellen Gespräch, und ich habe mit den Ukrainerinnen einen Sonderchat regelmäßig, jede Woche zur Zeit, um ihnen ein bisschen spirituellen Support zu geben in all diesen Fragen, die sie umtreiben. Und dann sagt sie, ich bin eine sehr gläubige griechisch-katholische Frau. Und was gläubig ist, das kann man dort lernen, weil wir in Wien sind, wie der Qualdinger sagt, zwar gläubig, aber nicht so absolut. Nicht? Also die Gläubigkeit dieser jungen Frauen, die betrifft mich eigentlich immer sehr. Und dann sagt sie, aber ich kann mir nicht helfen zurzeit. Ich weiß, dass ich meine Feinde lieben soll und ich spüre gegenüber Russland nur Hass. Ich spüre nur Hass. Und ich habe einen letzten Punkt, der mich sehr nachdenklich gemacht hat, ob nicht auch Gott einer der Leidenden ist in diesem Krieg. Probieren Sie das einmal ein bisschen durchzudenken. Ich möchte Ihnen ein jüdisches Zeugnis hier geben. Babi Yar kennen Sie, wenn Sie Schostakowitsch kennen, die Symphonie Nummer 13, sein einziger Trauergesang über diese 33 Gemordeten in 2 Tagen in dieser Schluchtnähe nahe von Kiew. Ja, 33.000 Umgebrachte. Das ist national, das ist NS-Zeit, ja, was man jetzt den Ukrainern vorwirft. Und dann war dort ein Treffen zur Erinnerung und da war auch ein ukrainischer Bischof der griechisch-katholischen Kirche dabei. Und dann dieser Rabbi aus North London, der New Synagogue, Jonathan Wittenberg. Und der hat im Guardian, dann ist das abgedruckt gewesen, einen Satz gesagt, maybe his God, like so many of those soldiers, sent mercilessly to their death in a war they don't understand, is a conscript too, co-opted into a godless cause. Ja, also Sie haben den deutschen Text dabei. Vielleicht ist der Patriarch Kyrill Scott auch ein Wehrpflichtiger, der für eine gottlose Sache einberufen wird. Wie so viele der Soldaten, die in einem Krieg, den sie nicht verstehen, gnadenlos in den Tod geschickt werden. Gott selber ist einer derer, die in diesem irren Krieg mitleiden. Das ist eine hochinteressante jüdische narrative Theologie, die ich sehr schätze übrigens. Ja. Weil ich habe gelernt in meiner spirituellen Bildung bei Richard Rohr, es gibt 2 Erfahrungsorte Gottes. Great love and great suffering. Und das ist ein unglaublich starker Satz. Die große Liebe und das große Leiden. Das sind die Verstecke Gottes, schreibt
Kurt Marti in einem sehr schönen Gedicht. Das Ziel ist natürlich dann ein gerechter Friede. Wir haben schon gehört, dass das ganz schwierig ist. Was ist gerecht? Ein slowakischer Autor hat gesagt, was man nicht wollen kann, jetzt in diesen Verhältnissen für die Ukraine auch nicht wünschen kann, wäre ein totaler Friede. Das ist auch ein hochinteressanter Begriff, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht, aber ich kann ihn herausfinden, wenn das jemand interessiert. Und ich denke, etwas auf diesem Weg zu einem gerechten Frieden hat dann mit Versöhnung zu tun. Ich habe das für wirklich kurzatmig gefunden, als Polaschek nach Ausbruch des Krieges uns gemahnt hat oder aufgefordert hat, an den Universitäten alle kulturellen und wissenschaftlichen Kontakte zu Russland abzubrechen. Das ist genau das, was Buzek eben auch 3 Wochen vor seinem Tod noch massiv kritisiert hat in einem Interview im Kurier, dass er gesagt hat, gerade jetzt müssen wir mit der russischen Bevölkerung und der Intelligenz Kontakte halten wie noch nie zuvor. Ich habe das benutzt. Ich habe 4-mal an einer internationalen Konferenz der Srenskij-Akademie des Patriarchen online teilgenommen. Und man staune, ein Thema hieß, wie kommen wir in den Krieg und wie kommen wir aus dem Krieg? Und die wollten von mir hören, was ich zur Theologie des gerechten Krieges als Katholik zu sagen habe. Also man kann sich das wirklich vorstellen. Wir halten Kontakte, wo immer es geht, weil das die Grundlage auf dem Weg zur Versöhnung nachher sein kann. Ja? Ich halte das für einen guten Beitrag und darum bin ich auch sehr angetan natürlich vom Versöhnungsbund und seinen Tätigkeiten. Ich habe mich sehr beschäftigt auch mit Nelson Mandela und Desmond Tutu bei einer Diskussion hier, glaube ich, in diesem Haus, weiter unten im Stefani-Saal. Da war dann sogar der Mann dabei, in der ersten Reihe gesessen, der mit Ruanda verhandelt hatte, ja, von einem internationalen UNO-Gremium, also er war auch hier. Und ich habe da gelernt, dass es so einige sehr handfeste Kriterien gibt, wie der Weg zur Versöhnung aussehen könnte. Und das sollten wir auch mitbedenken, glaube ich, jetzt inmitten des Krieges auf die Zeit nachher zu schauen. Das ist auch ein Teil der Friedenspolitik, der Friedensstabilisierungspolitik, weil ohne Versöhnung wird es keinen dauerhaften Frieden auch zwischen den Kulturen und den Nationen geben. Das hat man in Europa gelernt nach dem Ersten Weltkrieg. Und ich denke, da sollten wir nicht zurückfallen. Und da müssen die Täter lernen, das Unrecht einzusehen, das sie begehen. Das ist schwierig, ja, aber das ist eines der Primärvoraussetzungen für die Versöhnungsarbeit in Südafrika gewesen, dass die Opfer nicht aufhören, Gerechtigkeit zu verlangen und Wiedergutmachen zu verlangen, ist auch ein berechtigter Weg auf dem Weg zur Versöhnung. Schon viel diskutiert worden ist die Frage Sicherheitsrat und Gremien, ob die tauglich sind. Ich habe das für sehr toll gefunden, wie Sie gesagt haben, besser so als gar nicht. Ja, das ist, finde ich, eine absolut klare Logik. Aber es gibt Veränderungsbedarf und das wird heftig diskutiert zurzeit. Es kann nicht sein, dass ein Aggressor sich dauernd sozusagen in Unschuld die Hände wäscht im Sicherheitsrat. Das kann man so eigentlich als Weltgemeinschaft meines Erachtens nicht mehr mit erhobenem Haupte akzeptieren. Und dann glaube ich, das ist wieder ein spiritueller Schlusssatz, ich glaube, dass Vergebung auch etwas ist, was Gott bewirken muss. Ich glaube, Vergebung ist Gnade letztlich, ja. Und es ist möglicherweise nicht machbar. Und daher finde ich schon gut, wenn Leute sagen, betet auch für den Frieden, weil das ist etwas, wo wir einen Schulterschluss machen und dann sagen, kann man den dämonischen Kräften in der Welt auch göttliche Kräfte entgegensetzen? Ich rede jetzt ein bisschen naiv in meiner Theologie, aber vielleicht ist das für das praktische spirituelle Leben oft einfacher, wenn man naiv redet, als wenn man zu gescheit daher redet. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich will Ihnen nur schnell sagen, Sie finden auch vieles zu all diesen Themen und zur aktuellen Politik in meinem Buch Leidenschaft für die Welt. Das kriegen Sie heute um 10 €. Wenn Sie Reliquien sammeln, können Sie ein Autogramm haben.